Moin ihr Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Selma vom Stempeluniversum. Ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin. Heute habe ich eine Pop-Up-Karte für euch und zwar nenne ich sie Pop-Up-Fotokarte. Warum das so ist, versteckt sie hier hinter. Und zwar, ich mache sie hier so, mache sie auf und hier kann man ein Foto aufkleben und hier vielleicht noch etwas Verstecktes zu diesem Foto schreiben. Und das machen wir heute. Und wenn du das spannend findest, bleib dran. Ich habe einiges an Material vorbereitet und zwar arbeiten wir heute mit diesem tollen Gratis-Set aus der Celebration und zwar nennt sich das Stempelset fruchtige Grüße und das Designerpapier Sommerbeeren. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Set und das kannst du gratis bekommen, wenn du einen Bestellwert von 120 Euro erreichst. Das, was ich an Material vorbereitet habe, ist folgendes. Einmal die Basiskarte in Flüsterweiß und zwar mit dem extra starken Papier in ganz normal 14,8 x 10,5. Dann habe ich hier einen Farbkarton in Apfelgrün und zwar ist es 14,3 x 10 cm. Dann Designerpapier 12,8 x 9,5 cm. Und das ist erstmal für außen. Für innen kommen wir später nochmal dazu. All diese Maße findest du auf meiner Website und zwar unter www.stempeluniversum.de. Es sind einige, also werde ich die dazu schreiben. So, vorne ist es eigentlich immer ganz einfach. Und zwar werde ich das als erstes aufkleben. Bisschen Tombow drauf und dann kommt es auf die Basiskarte. Und dann das Designerpapier natürlich auch. Wobei ich mich die ganze Zeit nicht entscheiden konnte, welche Seite ich mache. Ich glaube, ich mache jetzt doch die andere. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu unruhig wird, aber das ist echt ein bisschen schwierig bei diesem tollen Designerpapier. Also ich mag es zumindest sehr gerne. So. Und dann habe ich hier noch zwei Teile und zwar habe ich das mit dem mit den Stanzen, ach wie heißen die, schön bestickt, ne? Ja, so hübsch bestickt. Mit diesem größten Teil habe ich das ausgestanzt und abgesehen davon habe ich hier noch ein kleines Stück, das ist in 9,5 x 6,5 und du siehst hier so ein paar Teile, die ich selber ausgeschnitten habe und die werde ich als erstes hier so drumherum aufkleben beziehungsweise auch den Spruch einmal stempeln. Vielen Dank, dass du mir so auf den Tag versüßt. Das finde ich echt einen schönen Spruch. Ich mache das gerade so ganz schnell, weil die Vorderseite eigentlich gar nicht so richtig entscheidend ist. Das, was richtig entscheidend ist, ist ja eigentlich innen drin.
Und deswegen, aber trotzdem muss es auch vorne auch ganz hübsch sein, ne? Also von daher, ich stempel das auch in Apfelgrün, weil das natürlich ganz gut zu dem Designerpapier passt, zu dem Farbkarton passt, entschuldige. Ja, zu dem Designerpapier passt das natürlich auch. Findet man ja auch Apfelgrün wieder. So, und jetzt schaue ich mal, was ich mit den Erdbeeren mache. Übrigens, ich mache auch ganz gerne solche Sachen, die so halb da sind, verarbeite ich auch ganz gerne, weil ich das viel zu schade finde, das wegzuschmeißen. Und dann kann man das zumindest so ein bisschen unten drunter legen. Und hier kann ich dann so ein Blatt drauf machen. Und noch eine Erdbeere. Und schon sieht man gar nicht, dass das nur so eine halbe Erdbeere ist. So, ich habe das jetzt zusammengeklebt alles. Die Blümchen übrigens und auch diese Erdbeeren sind aus diesem Stück Designerpapier. Also mit den roten Karos hinten und diese Blümchen finde ich auch ganz süß und habe sie da herausgeschnitten. So, ich hatte mich entschieden, diese Erdbeere doch nicht mit Dimensionals zu setzen, sondern das Ganze ein wenig zu erhöhen, damit das nicht viel zu bunt wird. Und mache das jetzt gleich mal. Na. So. Und das bringe ich. Doch, ich bringe es doch in die Mitte. Ich hatte überlegt, das ein bisschen seitlich zu machen, aber das ist in der Mitte auch wirklich sehr schön. So, diese Blümchen kann man jetzt so ein bisschen nach oben machen. So viel zu dem ersten Teil. Warum ich das so gedreht habe, das war Absicht, weil du hast gesehen vielleicht, als ich das aufgemacht habe, dass ich das so gemacht habe. Ich habe festgestellt, dass wenn man so festhält, dass es einfacher geht, als wenn man es so festhält. Und deswegen baue ich jetzt die ganze Karte so auf, dass man das auch hier zieht. Und dazu brauchst du auch folgende Materialien. Und zwar einmal im Farbkarton. Und da habe ich auch ein extra dickes genommen diesmal. In, oh, wie viel sind das? 12x9. Dann habe ich dieses kleine Stück weißes Farbkarton genommen in 5x5 cm. Ich glaube, das ist noch nicht 5. Ja, das muss ich nochmal zuschneiden gleich. Dann Farbkarton auch in Apfelgrün in 18x8 cm. Und dann habe ich hier noch so ein paar Stücke Designerpapier. Einmal 7,5x7,5, einmal
2 mal 7,5 und einmal 9,5 mal 7,5. Wie gesagt, auch diese Sachen werdet ihr bei mir auf der Seite finden. Und jetzt müssen wir ein wenig falzen. Und zwar fange ich mit diesem weißen Karton an und falze es einmal drumherum 1 cm und zwar nur an drei Seiten. So. Dann nehme ich dieses Stück und werde es jetzt mal ganz kurz kürzen. Bei 5 mal 5. Und auch hier falze ich auf beiden Seiten bei einem Zentimeter. So, und das letzte Stück ist mein apfelgrünes Farbkarton und das falze ich bei 8,5 cm. Und das war's erstmal. So, jetzt frage ich mich mal raus, wo mein Falzbein ist. So, und ich falze schnell alles ein wenig nach. Und dieses auch genauso. Damit wir es gut aufkleben können, müssen wir hier natürlich die Ecken auch noch abschneiden. Und zwar mache ich das einfach so. Einmal über Eck. Fertig. Bevor wir das zusammensetzen, möchte ich hier auch das Designerpapier einmal überall aufkleben. Ja, ich glaube, so möchte ich das haben. Damit diese eine Seite auch nochmal zur Geltung kommt, die ich auch ganz hübsch finde. Gerade dieses Stück hätte man auch noch um 50 mm, ach Quatsch, noch um 5 mm auch noch mal größer schneiden können. Aber ich lasse das jetzt so. So, hier setze ich das ganz gerne so weit wie möglich nach unten. Das liegt daran, dass ich dieses Stück gleich hier aufkleben werde. Und dieses auch einmal hier. Einfach nur unten einmal aufkleben, so dass das ein bisschen interessanter aussieht. Das ist jetzt auch gerade. So, wie gesagt, dieses Stück Papier klebe ich jetzt so auf, dass das Ganze nach unten zeigt. Also. Hier mache ich ein bisschen mehr Tombo drauf, damit, weil das muss wirklich gut halten. Und setze es einigermaßen in die Mitte und
oben an den Rand. So, dieses Stück muss man ein wenig hier, wie auch immer, das hätte ich auch vorher machen können, bisschen flexibler gestalten, und das mache ich am besten mit einem Falzbein. Man kann das auch natürlich so machen. So, jetzt setze ich diese Seiten auf, und zwar klebe ich jetzt erstmal nur dieses obere Stück. Hier oben fest. Man kann es komplett an den Rand machen. Ich mache das ein bisschen weiter unten, so dass man da auch ein paar Millimeter hat. Finde ich ein bisschen besser, weil wir hier auch immer ein paar Millimeter Platz haben. So, das machst du hier auf. Und setzt es jetzt so an, dieses Stück. Dass das hier an den Rand kommt. Also so wirklich, damit es flippen kann. Und hier gebe ich jetzt diesen Kleber drauf. Positioniere das in die Mitte. Ich habe ein bisschen Tombow an den Fingern. So. Und dann zum Schluss kann ich hier auch noch ein bisschen Tombow machen. Gerade hier scheint auf dieser Seite ein bisschen zu viel von dieser Ecke da zu sein. Ich schneide die mal gerade kurz ab, damit es nicht stört. So. Also, auf der anderen Seite brauche ich natürlich auch ein bisschen Kleber. So, was du schon jetzt machen kannst, ist dieses hier, damit das auch noch mal ein bisschen hier noch so ein bisschen flexibler wird, weil das ist genau das, was diesen Pop-up auch ausmacht. So, du siehst, bei mir geht es nicht komplett rein. Ich habe das absichtlich so gemacht. Das heißt, wenn du das anders machen möchtest, kannst du natürlich auch andere Maße setzen, das heißt, das ein bisschen größer machen und beziehungsweise auch breiter. Oder aber auch hier hat man die Möglichkeit, entweder beide Klappen zu sehen oder nur eine. Wenn du nur die eine sehen möchtest, dann kannst du hier so ein circa Zentimeter auch ein bisschen weiter das Weiße setzen. Ich wollte das genauso haben, deswegen habe ich diese Maße auch so gewählt. Oh. Okay. Das habe ich jetzt ein bisschen falsche Seite gepackt, wie ich gerade sehe. Naja, auch spannend. Warum nicht? Ich wollte es eigentlich auf diese Seite setzen und dass man hier schreiben kann. Aber das ist jetzt das Hauptding. Da kann man ein Foto machen, da kann man was da drauf schreiben. Natürlich kann man hier auch ein bisschen was schreiben, aber es ist natürlich ein bisschen schwieriger bei diesen, wegen diesem Aufbau hier. Aber vielleicht kann man da auch irgendwie ein Zettelchen machen.
Es ging vor allen Dingen darum, diese Technik dir zu zeigen. Und das ist jetzt dieser Pop-up-Effekt und die Karte dazu. Ja, ich hoffe, die Karte oder die Karten haben dir gefallen. Wenn ja, kannst du gerne ein Abo dalassen bzw. einen Daumen hoch packen. Und sonst wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachbasteln und bis demnächst. Tschüss!